Stammt das Coronavirus aus dem Labor? War es ein Laborunfall? Dafür gibt es sehr starke Hinweise. Und ich habe heute einen Wissenschaftler interviewt, der in Deutschland sich hier am weitesten aus dem Fenster wagt. Und er hat Thesen hier vorgetragen, die mich persönlich zutiefst schockiert haben. Mich hat selten ein Interview so schockiert wie heute das Interview mit Professor Dr. Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg. Was er hier zu berichten hat, hat eine unglaubliche Dimension. Ich rate Ihnen sehr, dieses Interview anzusehen. Auch muss ich dazu sagen, wenn es nicht nervenschonend ist, vielleicht auch nicht gerade vor dem Schlaf. Und wir zeigen es wieder, wie immer bei heiklen Themen, auf Rumble und auf Odyssee wegen der Zensur hier auf YouTube. Herr Professor, vielleicht können Sie ganz kurz, ja, es ist eigentlich unmöglich, weil das Interview so spannend ist unter diesen 50 Minuten. Ich beneide Sie jetzt nicht um die Aufgabe, das kurz zusammenzufassen, auch noch so, dass es nicht zensiert wird, aber ich glaube, Sie schaffen das, Herr Professor. Voilà. Ja, wir haben heute immer mehr Hinweise auf einen Laborursprung von SARS-CoV-2, also dem Virus, das eben die Covid-19-Erkrankung hervorruft. Wir haben diese Erkenntnisse durch jüngste Offenlegungen einerseits eines E-Mail-Verkehrs von Anthony Fauci, also dem Gesundheitsberater des Präsidenten in den USA und Leiter einer Unterabteilung der National Institutes of Health. Und wir haben das andererseits aus der Offenlegung von Forschungsanträgen von Virologen aus USA und dem Wuhan-Institut. Dort wird genau beschrieben, dass tatsächlich Forscher, Virologen vorhatten, dieses SARS-CoV-2-Virus letzten Endes mit einer sogenannten Furinspaltstelle auszustatten, also SARS-Viren mit einer Furinspaltstelle auszustatten, um diese Viren letzten Endes für den Menschen übertragbarer zu machen, also auch für eine leichte Mensch-zu-Mensch-Übertragung zu sorgen. Und insbesondere wissen wir aus der Offenlegung der Fauci-E-Mails nun, dass zahlreiche führende Virologen den Anthony Fauci bereits im Januar, Anfang Februar 2020 darüber informiert haben, dass genau dieses Charakteristikum, eine sogenannte Furinspaltstelle, eine ganz charakteristische Stelle innerhalb der Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus eben hier auf einen Laborursprung zu schließen lässt. Und dass sich eben führende Virologen dann innerhalb von 2-3 Tagen letzten Endes abgesprochen haben und diese ursprüngliche Vermutung ins Gegenteil verkehrt haben und hier letzten Endes die gesamte Weltgemeinschaft durch mehrere Aktionen in die Irre geführt haben. Und das hat eben dazu geführt, dass sich in der Medienwelt letzten Endes die Labortheorie als Verschwörungstheorie verbreitet hat, während es jetzt umgekehrt eben so ist, dass wir lernen mussten in den letzten Tagen, dass gerade das Umgekehrte der Fall ist, dass also einige Virologen letzten Endes eine Verschwörungstheorie hier ins Leben gerufen haben, nämlich dieser Zoonose, die bis zum heutigen Tag jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt. Vielen Dank, Herr Professor. Sie merken es jetzt schon, das ist ausgesprochen spannend. Deshalb die Empfehlung, gehen Sie rüber ins freie Internet, da wo nicht zensiert wird. Ein kleiner Klick unten hier in der Videobeschreibung und Sie sind auf Odyssee oder auf Rumble und können sich das Ganze ohne Zensur, ohne betreutes Denken anschauen. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Wiesendanger. Grüße nach Hamburg. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Ratschuster. Und vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dabei, schauen Sie rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie. Alles Gute. Ciao. Wir sehen uns so. Reitschuster.de.